Jetzt wieder was Kreatives. Man kann sich ja nicht den ganzen Tag nur mit dröger Waffenpolitik beschäftigen. Das wird ja langweilig auf Dauer, das Thema kaputt machen. Künstler ist ja eher andersrum. Der will eigentlich eher was schaffen, was hält über längere Zeit, was Beständigkeit hat, was schön ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, irgendwas Bombardiertes sich angucken von morgens bis abends, ich glaube, das ist nicht so inspirierend. Also Kunst ist ja durchaus auch für Ingenieure was Inspirierendes. Vater-Sohn-Geschichte ist ja eher so, Sohn war Künstler, Vater Ingenieur. Ich habe das dann schon festgestellt, dass der Ingenieur sich auch gerne von Künstlern inspirieren lässt, weil der Ingenieur schätzt das eigentlich, wenn so Künstler, die sind sehr experimentierfreudig, ne? Das ist so, war ich immer als Künstler, ich habe mich da. Der Weg war irgendwie anders. Ne? Also, das glaube ich, würden sich viele Ingenieure auch mal wünschen. Mal so ein bisschen, na, nicht immer so den geraden Weg, dass man auch mal so ein bisschen an andere Bereiche schnüffeln kann. Und dann habe ich festgestellt als Künstler, man nimmt aus vielen anderen Bereichen, bewegt man sich hin und her und irgendwann wird diese Kurve immer zielstrebiger, ne? Also man versucht ein Problem zu lösen, aber man löst das Problem nicht, indem man immer nur in die eine Richtung schaut, sondern das ist Kunst eigentlich, ne? Das ist wie so eine Wellenform, die wird dann wie so eine Sinuswelle und die wird dann immer ein bisschen enger und irgendwann hat man dann für sich sein Kunstwerk geschaffen. Das ist ja doch ein sehr langes Projekt, das Thema Musik. Also aus der frühen Kindheit ist man eigentlich geprägt. Als kleiner Junge, 6, 7, 8, habe ich mir die ersten Platten gekauft, glaube ich. Da, die hat man gekauft, weil man irgendwie ein Stück auf der Platte hatte oder zwei Stücke, die einem sehr gut gefallen haben. Das war eigentlich immer so die Platte, ne? Es gab immer ein Stück oder zwei Stücke, die einem sehr gut gefallen haben. Und die anderen hat man halt mitgekauft, ne? Also als Künstler wollte ich immer so eine Platte machen, wo ich sage, also das gesamte Album muss irgendwie ein Meisterwerk werden, ne? Also wo ich jetzt selber nicht wüsste, welcher Track von mir aus dem Album jetzt am besten gefällt. Oder das ganze Album muss irgendwie so ein Gesamtkunstwerk sein. Und jeder Track muss irgendwie sich in das gesamte Album einfügen, aber immer so eine kleine, so eine unterschiedliche Brise an Diversity, Vielfältigkeit, aber nicht zu vielfältig, auch nicht, darf nicht zu anders klingen, aber trotzdem anders klingen, aber dass es sich so ein ganzes Album, dass sich jeder einzelne Track in so ein Album einfügt und dass das ganze Album, also wirklich alle 10 Tracks, ein Meisterwerk sind, ne? Also das war so meine Vorstellung immer von Musik machen. Ich habe das aber lange Zeit nie geschafft, aus zeitlichen Gründen oder aus persönlichen Gründen oder aus beruflichen Gründen. Wahrscheinlich auch aus Interessegründen, also war immer eher Musik hören, aber man selbst beim Musik hören schult man ja auch schon sein Ohr. Selbst wenn man sich von anderen Künstlern Platten kauft oder CDs, gab auch eine Zeit, da habe ich echt viel Geld ausgegeben für eine CD, für einen CD-Ladenbesuch. Da habe ich aber auch gute Honorare noch bekommen als Webdesigner. Für den Beruf gab es ja damals noch gar nicht so richtig Webdesigner, Mediengestalter. Der musste erst noch erfunden werden. Insofern war da damals mein Gehalt relativ hoch angesehen, weil das waren so die Webdesigner und SEO-Leute,
Spezialisten, die wussten, wie sie Firmenwebseiten machen konnten. Und das Honorar war gut bezahlt und dann auch für Zeitschriften, Magazine, dass ich damals mir noch Besuche im Plattenladen leisten konnte. Von 500, 600 D-Mark bin ich da raus. Die guckten mich an der Kasse schon manchmal ganz, ganz komisch an, aber sagt der Tick. Da habe ich mich aber schon so für den Bereich so Elektro interessiert. Das war ja eher so gemischt, ne? Also eher so easy listening, so chill out, ambient, dann Richtung Techno, so ein bisschen Jungle, Trip-Hop. Hab's aber, wie gesagt, nie geschafft. Wollte immer eigentlich mal selber Musik machen irgendwann. Hab mich dann 2006 damit beschäftigt, mit GarageBand, und hab da angefangen, Musik zu komponieren. Jetzt endlich nach, das sind jetzt die Alben von 2012. Jetzt ist es, haben wir das Jahr 2023. Jetzt nach 10 Jahren, über 10 Jahren, bin ich eigentlich erstmal so richtig fertig geworden mit dem Vorhaben, was ich vorhatte, dass ich mein Album, so wo ich mir ein Musikalbum vorstelle, jedes Musikstück auf dem Album muss ein Meisterwerk sein und das gesamte Album muss so ein zehnteilige Meisterwerkkomposition sein, ne? Das sich aus lauter kleinen Stücken zusammensetzt, aber jedes Stück für sich ist schon ein Meisterwerk und das Ganze zusammen ist ein super-duper Meisterwerk, ne? So wollte ich das eigentlich haben, so hatte ich mir das vorgestellt, bin aber nicht so richtig Jahr für Jahr vorangekommen. Schon ja, mit Musik machen, ja, mit Komponieren, aber mit dem Vorhaben, dass ich wirklich mal am Ende wirklich mal so ein Album in der Hand halten kann, wo ich sagen kann, ja, das genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Töne klingen alle richtig, die Soundqualität ist gut und das hat ja auch was mit Software zu tun. Da hat sich ja doch einiges getan die letzten 10 Jahre. Da hört man sich dann noch die Tracks nochmal an. Eigentlich immer wieder, so als Künstler, hört man seine eigenen und denkt sich, ja, Mensch, da kannst du ja noch was rausholen, ne? Deswegen habe ich jetzt 2 Monate eher mit dem Beruf Tonmeister beschäftigt. Ist auch ein Beruf, ist echt ein sehr, sehr anstrengender Beruf. So die richtigen Klänge raushören, ne? Also es ist ja, wie gesagt, Mozart. Der wusste, es gibt ein Cello, es gibt eine Violine, es gibt einen Kontrabass und gibt es ein paar Pauker. Also der hatte ja schon seine Palette an Klangbildern hatte er ja schon vor sich. Ne? Das, also die Farben hatte er schon vor sich. Er musste ja sie dann zusammenmischen, damit er dann seine Komposition hinbekommt. Beim Elektro. Im Bereich Elektromusik ist es noch anders, weil man ja die Töne teilweise selber noch engineeren muss. Ne? Man tweakt sich die Töne so zusammen, wie man sie haben möchte, in Klangharmonie, in Klangfarbe, in Klangweite, in Raum, Klangtiefe, damit das genau so, der Klang so klingt, wie man ihn haben möchte. Das ist noch was anderes, als wenn man jetzt Orchester engagiert und sagt, jetzt spielt mal. Weil die Töne, die muss man ja selber erst noch erfinden. Also es gibt, klar, gibt es auch Presets an Tönen. Da horcht man natürlich schon mal rein, aber man muss erst mal den richtigen Ton finden. Ne? Also die Instrumente alle, die gibt es ja eigentlich gar nicht. Die gibt es nur in elektronischer Form. Und da sind eigentlich die Ton, das ist wie so eine Farbpalette aus 16,7 Millionen Farben und jetzt suchst du dir einen Farbraum raus und gestaltest ihn aber so, dass die Farbe für dich genau passt.
Das ist bei der Elektromusik ist es wirklich so teilweise, dass man sich, ja, der Ton klingt schon gut, aber man tweakt halt noch so lange rum an dem Ton, damit das dann der Ton und die Klangqualität und die Tiefe und die Länge oder die Kürze, soll er kurz, soll er lang klingen, um die Tonalität zu finden, so eine Klangfarbe, dann so eine akustische Raumtiefe muss stimmen. Das ist also bei Elektromusik ist es ganz anders, als wenn man jetzt so ein festes Repertoire an Instrumenten vor sich hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also man kann so viele Instrumente erfinden, wie man will im Endeffekt. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das ist also der große Unterschied. Und was man dann als Tonmeister noch machen kann, ist, wie gesagt, also wenn man so ein Raumgefühl hat für Akustik, kann man sich dann wie Mozart hinstellen vors Orchester und dann baut man sich noch ein Orchester sozusagen aus lauter Drehscheiben, ne? Und dann kann man dann sagen, den Violinspielern, während man das Stück spielt, sollen sich die Violinspieler von rechts nach links bewegen, ne? Und dafür der Kontrabass aber von links nach rechts, ne? Also dass man so diese hohen Töne so von rechts nach links verschiebt und die tiefen Töne von links nach rechts und die Pauke eher so links gerichtet, dann eine Triangel eher so ein Stückchen weiter nach rechts. Also das ist so der Soundmaster, ne? Deswegen sage ich jetzt The Jedi of Sound Engineering. Und Soundmastering, das ist wirklich, eigentlich ist es eine Kunst für sich, dieses Thema Tonmeister, weil es ist ein sehr unheimlich zeitintensiver Beruf, geht nicht schnell, schnell. Man braucht viel Zeit, man braucht viel Muße, keine Blockaden, also irgendwelche Bürokratie, Scheißpapierkram. Kann man nicht gebrauchen, Geldprobleme kann man nicht gebrauchen, kaputte Autos kann man nicht gebrauchen oder also Tagesprobleme, ne? Bürokratie, Anwälte, Tagesprobleme, Finanzämter etc. pp. Kann man alles nicht gebrauchen, weil da ist die Blockade ist da, man kriegt nichts zustande. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei mir geht es so, also wenn ich da irgendwas Geistiges habe, was mich blockiert, geht es nicht. Ich glaube, das geht vielen Künstlern auch so. Und Tonmeister ist wirklich ein ganz zeitintensiver Beruf. Hochkonzentriert ist man da. Also man ist kaputt am Abend, wenn man 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Stunden lang teilweise den Kopfhörer auf dem Ohr hat und nur ein einziges Stück immer und immer und immer wieder durchhört, um diese ganz kleinen Unstimmigkeiten da noch rauszuhören, bis man dann am Ende sagen kann, ja, jetzt bin ich zufrieden, so klingt's gut, ne? Also es ist ja noch so eine, das Komponieren ist das eine, aber das Mastern und das Tonmeistern ist dann noch mal das i-Tüpfelchen obendrauf. Ne? Das ist nochmal so ein, ist eigentlich 50-50. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas komponieren kann und sagen, okay, fertig. Sondern es geht eigentlich dann noch, die 50% sind eigentlich dann noch Tonmeisterei. Ne? Das ist wirklich ein sehr zeitintensiver Beruf. Man braucht wirklich eine gute, ruhige, gelassene Stimmung, damit man, also bei mir ist es so, ich brauche erstmal eine Stunde, bis ich erstmal in diese akustische, in diesen akustischen Luftraum eingedrungen bin. Und wenn ich dann mal drin bin, dann fliege ich da teilweise mit Mach 10 durch die Lüfte, vergesse Raum und Zeit und dann ist der Tag vorbei. Dann ist es 1, 2 Uhr morgens und bin dann irgendwie
kaputt und erledigt. Also man ist wirklich, weil es ist so hoch konzentriert. Es ist ja nicht so, dass man sich ein Bild angucken kann. Ja, man sieht es innerhalb von einer Millisekunde, was noch nicht stimmt an dem Bild, wenn man irgendwas malt. Musik ist so, man muss eigentlich die Augen schließen, Kopfhörer auf und sich die Musik, die Akustik räumlich, räumlich vorstellen können, damit man das genau das Klangerlebnis sich im Kopf zusammenbaut, genauso wie man es haben möchte. Ne? Das ist ungefähr so ein bisschen, ja, man baut Lego-Modelle, ne? Man hat eine Ahnung im Kopf und man baut sie. Ne? Also ich habe keinen Plan im Kopf, ne? Aber ich habe das, man hat so ein, wie so ein Blurry-Bild und das wird immer ein bisschen schärfer. Ne? Deswegen sage ich ja, das Kunst ist, wie gesagt, so ein, das ist wie so eine Sinuskurve, großschwingend und die Schwingung wird immer, die Amplitude wird immer kleiner, ne? Und irgendwann hat man dann sein Ziel erreicht. Und das Bereich Akustik hat mich schon auch schon immer interessiert, ist jetzt aber ein ganz anderer Bereich. Da wird das Hirn auch ganz anders beansprucht, als wenn man jetzt was Visuelles macht. Es gibt aber auch in der Akustik so ein richtiges Raumempfinden, ne? Also das merkt man ganz besonders dann, wenn man Kopfhörer hat, auf die man sich verlassen kann, die wirklich eine gute Klangqualität haben, dass man dann auf den eine direkte Beschallung auf dem Ohr links und rechts. Also weiß nicht, früher das Stereo, ne? Das war ja damals so Stereo. Das war im Kommen und dann kam auf den ganzen Platten kam dieses Stereo-Logo da überall drauf und oh, dann kam irgendwie doch Dolby Surround, wenn man dann im Kino saß. Also da bei Dolby Surround im Kino wusste man schon, boah, ja, das klingt echt gut, klingt anders, ne, wie zu Hause an der Stereoanlage. Wenn man dann mal im Kino saß, dann, ja, Dolby Surround klingt ganz anders, ne. Das ist halt dieses wirklich, dieses räumliche Klanggefühl. Also wenn man da als junger Mensch das erste Mal im Kino saß und Dolby Surround, da hatte man dann wirklich schon den, so diesen ersten Kontakt zu diesem räumlichen, akustischen Vorstellungsvermögen, wie sich Musik tatsächlich anfühlt und anhört, mit so einem richtig schönen räumlichen Vorstellungsgefühl. Und das ist im Endeffekt auch Tonmeisterei, also erstmal den richtigen Ton finden, die richtige Klangfarbe, dann müssen natürlich die ganzen Kompositionen, die müssen so weich ineinander fließen, das ist so ein Flow, der muss stimmen. Man muss also jeden einzelnen Ton, der noch nicht so stimmt und Instrumentalien, die noch nicht stimmt. Und wie gesagt, wenn man im Elektrobereich hat man so unendlich viele Möglichkeiten, erstmal einen Ton zu schaffen, ne? Den richtigen Ton zu finden. Ne? Es ist nicht ein Klavier, gut, es gibt ein Klavier, es gibt ein Steinway und es gibt ein paar Klaviere, die klingen anders, aber ein Klavier ist nicht ein Klavier. Es sind auch große Unterschiede. Aber bei elektronischer Musik ist es halt noch mal, also es ist, man kann sich 100 unterschiedliche Klaviere bauen sozusagen, wo jede Tastenanschlag klingt trotzdem ein bisschen anders. Ne? Das ist elektronische Musik. Man baut sich sozusagen erstmal die richtigen Töne, erfindet man teilweise erstmal, weil die gibt es so nicht in dem Sinne. Und das ist nochmal das ist nochmal die Anforderungen eine Stufe höher gesetzt. Das ist nicht so mal so easy peasy.
Deswegen ist elektronische Musik sehr anspruchsvoll. Also ich möchte mir nicht anhören von irgendwelchen Orchestermeistern, dass das ja easy peasy ist und das man muss man nur auf den Knopf drücken und fertig. Nur das ist elektronische Musik. Das hat ja jeder so ein bisschen. Ne? Das ist ja nicht der so ein bisschen der Vormund von Künstlern im elektronischen Musikbereich. Ne? Da muss man nur auf den Knopf drücken und dann geht automatisch und da muss man nicht mehr viel machen. Nee, doch, es ist fast noch anspruchsvoller, finde ich, als jetzt ein Instrument. Ein Instrument spielen ist auch ein gewisses Talent. Logisch, braucht man eine Fingerfertigkeit dazu. Aber es ist so was sehr Intellektuelles eigentlich, elektronische Musik. Deswegen hat mich elektronische Musik jetzt mehr interessiert, weil ich wusste es schon von Anfang an. So viel Zeit meines Lebens habe ich nicht. Also wenn ich Mozart werden möchte, und da muss ich ja als Mozart, wenn ich dann noch, da muss ich erstmal Violine lernen können, Kontrabass, Cello, Schlagzeug, Pauke, Triangel, Flöte, Querflöte, Harfe. Also bis ich da mal durch bin, da bin ich schon tot. Bin ja schon 10-mal tot, weil das werde ich, so viel Zeit meines Lebens werde ich nicht haben. Aber mit elektronischer Musik kann man sich sozusagen sein Orchester selber zusammen schaffen. Und man kann das Orchester dann, wie gesagt, auf so eine Bühne setzen mit lauter Drehscheiben. Und ich, während die spielen, lasse ich die Spieler von links nach rechts wandern. In so einer schönen Kreis, Halbkreis, Drehscheibe. Und ich kann die so zusammenmischen, ich kann sie nach vorne setzen, ich kann sie weiter nach hinten setzen, mehr nach links, mehr nach links, mehr nach rechts, nach vorne, klingt es eher vorne oder ganz weit hinten oder hier irgendwo, wenn man jetzt hier sitzen würde, mit Augen nach vorne, hier sitzen die Ohrmuschel, ne, und dann kann man den Ton, der kommt wie so na, so aus dem Hinterhalt irgendwie, ne? Also so ein ganz räumliches, plastisches, akustisches Raumerlebnis schaffen. Das wollte ich eigentlich mit meinen Musikalben, wollte ich das genau so haben. Das hat mich jetzt aber wirklich, ich musste da jetzt, glaube ich, Ende letzten Jahres habe ich angefangen mit der Thematik. Weil der Drucker musste ja noch fertig werden. Die CD-Hüllen wollte ich mir noch überlegen, wie ich es genau haben möchte. Dann die CD, wie soll die CD aussehen? Wie soll das Gesamtkunstwerk aussehen? Farblich, gestalterisch. Also es gibt Musiker, die engagieren halt irgendwelche Grafiker, die machen das halt dann für sie. Dann gibt es noch irgendwelche Texter und Werbefuzis, die es machen auch für sie. Dann gibt es noch irgendwelche Fotografen, die machen auch die Fotoshootings. Dann gibt es noch die Make-up-Stylists, damit dann der Künstler da auf dem Cover schön hübsch aussieht. War jetzt aber bei mir nicht so. Also ich möchte mich da jetzt nicht selber draufsetzen. Es ist wie gesagt eher eine. Ist eher so ein Roman, den man erzählt. Ne? Ein Musikstück ist eigentlich so wie so eine Geschichte. Deswegen kann ich mich nie darauf einigen, ist das Stück jetzt 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten, 9 Minuten, ist es über 10 Minuten? Das ergibt sich dann, wenn ich das komponiere. Also mir ist das wurscht. Also wenn mir da irgendjemand sagt, das Stück darf aber nicht länger werden als 6 Minuten. Er kackt drauf, also darum geht es nicht in der Musik. Also die Geschichte muss stimmen, ne? Also es muss eine Pointe geben und dann ein Abklang und wieder eine kleine erzählerische, akustische Anhebung, dann wieder ein Abfall, einen leichten Anstieg, eine Pointe, ein Refrain, wieder was ganz anderes melodisch, was man aber dann so kunstvoll ineinander verschlingen lässt, so eine Transformation aus zwei unterschiedlich melodischen
Abgängen innerhalb eines Stücks. Das ist dann auch noch mal eine Kunst für sich, wenn man das so geschaffen hat. Und als Tonmeister, das ist dann wie gesagt, ich bin mit einem Track da teilweise Tage damit beschäftigt, also bis das Album mal fertig ist, bis man dann damit zufrieden ist und sagt, ja gut, jetzt so habe ich mir das vorgestellt. Also man muss halt aufpassen, dass man sich nicht so total im super Detail verliert, ne? Also dass man kann dann irgendwie da irgendwie so total sich im Detail verlieren und verliert dann so ein bisschen das gesamte Ensemble von dem ganzen Stück. Das ist also auch eine Kunst, dass man immer wieder den Weg zurückfindet, so um das Gesamtwerk in Klangqualität zustande zu bringen. Um so ein Raumgefühl, eine Klangfarbe, eine Komposition, die harmonisch klingt, elektronische Töne, die schön ineinander fließen. Also, wenn es ganz hektisch klingen muss, darf es nicht klingen wie Krautsalat. Man muss trotzdem noch die vielen Feinheiten raushören. Also das ist ganz schwierig. Es gibt, wie gesagt, auf dem Album Kompositionsstücke, die sind wirklich sehr, sehr komplex. Und selbst als Tonmeister muss man genau wissen, was man tut. Ansonsten kann man ein Stück verhunzen und dann klingt es nicht mehr so, wie man es sich vorgestellt hat, ne? Also diese unterschiedlichen Instrumentalien in räumlich verschieben, in Ferne und Nähe, also so eine dreidimensionale akustischer Körper, wo man die unterschiedlichen Instrumentalien im Raum anordnet, aber dann einen Film abspielen lässt. Nicht? Ist ja kein Standbild, sondern na, zeitlich noch das im Raum sich noch bewegen lässt. Also das ist sehr hochanspruchsvoll. Dann hört man sich den Track immer und immer wieder an. Dann, so mache ich das, klingt so ein bisschen kryptisch. Da muss man sich dann Zeit notieren. 98 halt. Logisch gibt es nicht 58. Aber es ist so, man entwickelt dann noch so eine Geheimsprache, damit man dann weiß, okay, die ganzen Stellen herausfindet, wo es noch nicht so ganz stimmt, aber man ist kaputt und erschöpft am Abend, weil es ist sowas, 150% sich auf etwas konzentrieren, gibt es gar keinerlei Ablenkungsmöglichkeiten, gibt es in dem Beruf nicht. Tonmeister, Soundengineer hat da keinen Platz. Also da kann man auch wirklich, jeder andere würde wahrscheinlich denken, Mensch, der schläft wieder die ganze Zeit. Nee, es ist eigentlich wirklich immer und immer wieder reinhören und sich das anhören und diese Geheimformel finden, wie man dann na, so ein Problem löst. Es ist eigentlich ein akustisches Problem, was man dann lösen muss. Und aber man hat so die Quelle noch nicht so richtig. Man hat so eine kleine Orientierung, aber man muss es herausfinden. Ne? Und das kann man nur, indem man es immer und immer und immer wieder anhört. Das ist wie Michael Jackson, der, glaube ich, auch monatelang in seinem Tonstudio verbracht hat, bis er dann die Schieberegler alle so hingetweakt hat, wie er sie haben wollte. Also das ist schon gute Arbeit. Ich bin jetzt endlich, das ist wie gesagt, also es sollten alles Meisterwerke werden. Also es soll kein Album geben, wo ich sagen kann, boah, das ist jetzt aber quick and dirty gemacht oder es klingt nicht wie Meisterwerk.
Das war jetzt eigentlich meine Traumvorstellung mal vor 10 Jahren, mal das alles so in meinen Händen zu halten. Meine eigenen Kunstwerke, die ich erschaffen habe, dass ich dann auch sehe, jetzt kannst du es echt mal in der Hand halten und jetzt, das ist. So hatte ich mir das vorgestellt, ne? Also es ist nicht so, dass es irgendwie nur Photoshop-Retuschen sind hier, die gibt es wirklich, die Alben. Ne? Und das war jetzt so der letzte Kraftakt, muss ich sagen. Es kostet wirklich viel Kraft, das alles so zu Sound-Engineeren, dass es auch wirklich gut klingt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so zeitintensiv ist, weil oder so Hochkonzentrationsarbeit ist, aber es ist wirklich Schwerstarbeit, ne? Also man ist wirklich ermüdet und erschöpft am Abend und man hat wirklich nur noch wenig Kraft, weil es ist wirklich 150% hochkonzentriert. Und wenn man so einen sehr hohen Anspruch hat an sich selbst und man sagt, nee, ich möchte jetzt nicht ein Album machen, wo nur 2 Tracks klingen gut oder ja, das 3 sind okay, die restlichen 7 sind auch okay, aber also ich wollte immer Alben machen, wo ich jetzt selber nicht wüsste, ja, das ist jetzt mein Favorite oder ja, nee, gibt es eigentlich nicht in dem Sinne, ne? Und jedes Album für sich immer ein Tick anders. Also es ist jetzt nicht dieses Vielfältigkeit an musikalischen Erlebnissen, ist ja wirklich ein musikalisches Erlebnis, das richtige Raumgefühl geben, einem musikalischen Hörerlebnis. Also blinde Menschen haben ein ganz viel feineres akustisches Klangempfinden und ein räumliches Klangempfinden als ein sehender Mensch. Die haben sich das so, die können, Gegenstand können, die wissen, wenn ich hier rede, da steht ein Gegenstand, dann können die auf den Gegenstand zeigen, ne? Die wissen, wo der Gegenstand steht. Also durch das Schallempfinden, ne? Es ist ja, wie gesagt, Schallgeschwindigkeit, also Kampfjets, die über Schallgeschwindigkeit fliegen, dann weiß der Mensch, was Schallgeschwindigkeit ist. Akustik ist ja Schallgeschwindigkeit. Ne? Musik ist Mach 1. Ne? Musik ist Mach 1. Man ist den ganzen Tag sozusagen mit Mach 1 Geschwindigkeiten beschäftigt, auf seine linke und seine rechte Hörmuschel. Und dann muss man Frequenzen raushören, hohe Frequenzen, Mittelfrequenzen, hohe Frequenzen, tiefe Frequenzen, ganz tiefe Frequenzen. Dann muss man die richtig zusammen mischen, die Spuren in der richtigen Reihenfolge. Man muss jeder Spur eine Richtung zuweisen, dem Ton eine Farbe geben, ein Raumgefühl. Ein Halleffekt, weniger Halleffekt, weniger Echo, mehr Echo, weniger Cut-off, mehr Cut-off, etc. etc. Also es gibt ja wirklich da viele Knobs zum Drehen und Tweaken, bis man das dann soweit alles mal durch hat und dann noch die ganzen Filter am Ende, die man dann auch noch alle durchtesten muss. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, mit GarageBand 10, 3, 4, weil ich jetzt keine Zeit hatte, mich noch endlos durch unterschiedliche Softwareversionen durchmogeln. Bei der Version weiß ich wenigstens, dass die Output-Engine, dass die Lieder so klingen, wie sie klingen sollen. Dann gibt es natürlich diese ganzen, also bei mir ist das teilweise so lang hier, die ganzen Filtereffekte, jeden einzelnen Output-Masterfilter, den man dann noch
reinknallt und tweakt nochmal, ne? Immer wieder an. Also jede kleinste Änderung, jede kleinste Änderung. Und dann nochmal anhören das ganze Stück. Ne? Passt nicht. Ne? Nochmal ändern. Also das ist so eines der wichtigsten. Warum sieht der jetzt hier so aus? Der hier, das ist so der wichtigste. Hochfrequenzen, ganz tiefe Frequenzen, ganz hohe Frequenzen, Mittelfrequenzen, dann noch Mittelhochfrequenzen, Mitteltieffrequenzen, Mittel ganz tieffrequenzen. Also das ist dann noch so das Wichtigste an der Musikkomposition. Ne, welche Kurve muss jetzt ein Stück rauf, welche muss ein Stück runter? Also das, bis man das mal alles so rausgefunden hat, ne, bis das ganze Musikstück dann mit allen Komponenten so klingt, wie man das in Raum und Klangfarbe haben möchte. Das ist wirklich eine gute. Also eine Fulltime-Beschäftigung, bis man diese ganzen Mach-1-Schallwellenfrequenzen, das mal so, die mit Mach-1 aufs Ohr prallen, da mal so rausgefiltert hat. Ja, wie mischt man es jetzt zusammen, damit es richtig gut klingt, ne? Und welche Filter muss ich noch anwenden, um den Ganzen noch so ein räumliches Klangempfinden zu geben, ein räumliches Vorstellungsvermögen und das noch, wie gesagt, da fehlt ja noch die Zeitachse. Wenn man jetzt ein 10-Minuten-Stück hat, man hört sich jetzt das 10-Minuten-Stück 10-mal an. Also lass es ein 8-Minuten-Stück sein. Ne? Ein 8-Minuten-Stück hörst du dir 10-mal an, dann sind 80 Minuten vergangen. Dann bist du eine Stunde lang 20 Minuten damit beschäftigt, dir nur das Stück anzuhören, um zu wissen, gehe ich da jetzt noch einen Tick runter, gehe ich da jetzt einen Tick rauf, verschiebe ich es mehr nach links oder wieder nach rechts oder mache ich den Raum kleiner oder mache ich ihn größer oder mehr nach rechts, mehr nach links. Das sind ja diese ganzen Überlappungen der ganzen Frequenzräume, die man auch noch abstimmen muss. Dann noch die endlosen viel Filtergeschichten, die man da durchprobieren kann, bis man dann am Ende so ein richtig gutes Meisterwerk dann hat, ne? Und jedes meiner Alben ist wirklich so ein anderes Klangempfinden und es klingt anders. Ne? Also bei Single-Alben, da kann ich mich, da spielt das keine Rolle, weil ein Single-Album ist ein Single-Album. Da kann ich mich von Single-Album zu Single-Album austoben. Bei einem Album ist es schwierig, weil man möchte, dass die Stücke ähnlich klingen, aber trotzdem anders klingen. Ne? Bei so einem Dreier-Komponenten-Album geht es auch noch. Ein Album aus drei Tracks, das sind, wie gesagt, die Alben, Single-Alben, das sind die Triple-Alben, das sind drei Tracks, das sind die Alben, da sind 10 Tracks drauf, das sind die Limited Editions, das ist auch Alben mit 10 Tracks und dann halt die DJ-Mischgeschichten, aber da bin ich jetzt noch nicht so ganz fertig. Das sind erst die Anfänge. Aber so ein Album zum Beispiel mit 10 Stücken elektronisch so zu meistern, dass es wirklich klingt wie ein Meisterwerk. Also jedes Stück für sich muss klingen wie ein Meisterstück. Und das ganze Album ist dann ein wirkliches Meisterstück, also sind zwei CDs
weil eine CD passt da nicht, passt nicht auf eine CD. Deswegen sind es zwei CDs. Aber das ist so. Es sieht genau so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, und es klingt auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Meisterwerke sind jetzt wirklich. Bin jetzt schon fast durch. Naja, aber man kann noch unheimlich viel rausholen aus Kompositionen, wenn man sich sehr zeitintensiv damit beschäftigt. Man muss auch den Willen haben, dass man noch was dazulernen möchte, und das Dazulernen, sein Ohr, Gehör schulen sozusagen, das erfordert sehr viel Zeit, und es braucht erst auch eine Zeit, bis man rein ist in diese Thematik, bis man da eingetaucht ist in diese Mach-1-Wellenstruktur und das Empfinden dafür gewonnen hat. Ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Man ist, wie gesagt, am Abend, also wenn das Album fertig dann ist, also mit einem Track, man hängt manchmal an einem Track, sind schwierige Kompositionen. Da kann man nicht auf den Knopf drücken und sagen, ja gut, jetzt compile mal, ne? Mach mal Software. Nee, das ist Quatsch. Also es ist wirklich ein sehr zeitintensiver Beruf, das Tonmeistern und Soundengineeren. Aber wenn man dann wirklich ein Stück, ein Album, ein ganzes Album geschafft hat, wo man dann sagen kann, ja, das ganze Album klingt wie, jedes einzelne Stück ist ein Meisterwerk, und das hoch 10, ne? Dann sind es 10 Stücke. Das ist das ganze Meisterwerk hoch 10 noch. Also genau so wollte ich es haben. Und auf den Kopfhörern klingt es auch genau so. Dann, also das hat jetzt wirklich natürlich noch mit 2,5 Jahre sich mit Druckern beschäftigen und Duplex-Druck und Farbstimmigkeiten, und also bis das Ganze, jetzt muss die Klangqualität stimmen. Also das war jetzt schon nochmal so ein richtig gutes, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber ich bin schon, die Single-Alben ist nicht so das Problem, weil das sind eher so aus den neueren Software-Jahren, aber die älteren, die hier, das sind so die älteren, die Komposition aus den älteren Jahren, da habe ich mich jetzt nochmal rangesetzt und da Sound Engineering gemacht, und das ist, wie gesagt, sehr, sehr zeitintensiv, da in die akustische Raumwelt da einzutauchen. Das braucht, wie gesagt, sehr viel Zeit, sehr viel Muße, sehr viel Konzentration. Also man ist wirklich zu 150% über Stunden und Stunden hochkonzentriert, und man ist am Abend kaputt und müde, ne? Wenn man das dann, bis man dieses Feeling hat, jetzt genau, ja, das Stück klingt jetzt genau so, wie ich es, genau so wollte ich es haben. Ne? Das ist wirklich, jemand anderes würde sagen, Mensch, bist du penibel. Ne? Aber nee, also das kann das nicht. Dann einfach so, ja, passt schon. Ne? Das soweit dazu. Also es ist wirklich die Meisterwerke, die ich jetzt da auch mal in der Hand halten kann, weil genau so wollte ich es haben. Und nicht nur ein Stück von den Alben, das irgendwo sagt, ja, da hat er sich angestrengt, das klingt gut, ne? Und die restlichen, ja, geht so. Nee, es ist wirklich, also das ist die hohe Kunst an Musikalben, komponieren, machen, Tonmeistern, Soundengineeren. Man echt sagt irgendwie, boah, also ich, jeder Track klingt da einfach hammermäßig, ne?
aber anders, ne? Das klingt anders als der Track davor, aber es ist, oh, wieder so ein Hammerteil, ne? Wo man so, man verliert sich total. Denkt man, der Typ war wieder auf Drogen oder irgendwas, oder was hat denn der da getrunken den ganzen Tag? Nee, so ist es nicht, braucht keine Drogen, aber man ist wirklich so, wenn man so sich in Mach 1 Schallgeschwindigkeiten bewegt, da, das, wenn man da mal abtaucht in die akustischen Lufträume mit Mach 1, also ich bin dann abwesend, ne? Also mit mir ist den ganzen Tag nichts anzufangen. Also die Frau würde sich wahrscheinlich tot langweilen oder die Freundin. Und sich fragen, was macht er den ganzen Tag? Aber es ist, geht auch, wie gesagt, darum, dass man diese ganzen, diese Kryptik an Sound Engineering erforscht. Und das ist dann schon wieder so dieser, ah, ne? Also du hast so ein Gefühl, dass der Klang stimmt noch nicht, melodisch irgendwas stimmt noch nicht so ganz. Und du musst es herausfinden. Und dann irgendwann. Ein guter Trick ist auch, kann ich eigentlich vielen Tonmeistern empfehlen, also was ich manchmal, wenn man sich das gleiche Stück dann 100 Mal am Tag angehört hat, es bringt dann nichts, das dann noch 110 Mal anzuhören. Irgendwann ist das Ohr so gesättigt, da ist ganz gut, wenn man mal einen Tag vergeht oder mal eine Nacht drüber schläft. Und sich eher mal so nach 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden wieder mal den Kopfhörer aufsetzt und dann sich das gleiche Stück nochmal anhört. Ne? Dann hat man manchmal eher so ein. Man kriegt wieder das Gefühl dafür. Manchmal auch in der Akustik, man hat dann so ein. Entwickelt dann so einen akustischen Scheuklappenblick und man sieht es dann nicht mehr. Deswegen, wenn man manchmal ein bisschen Zeit vergehen lässt, die Melodie mal raus aus dem Kopf, dann kommt man auch manchmal eher so ans Ziel, als wenn man das mit Gewalt geht, da gar nichts. Also ein Manager, der daneben mir stehen würde und sagen würde, doch kackegal, wie das Album klingt, Mensch, haus raus, Kohle machen. Ne? Ich würde dem Manager. Ich würde den rausschmeißen, den Tonmeister würde ich rausschmeißen, den Werbefuzzi würde ich rausschmeißen, die Marketingabteilung würde ich rausschmeißen, den Plattenpresser würde ich rausschmeißen, weil ich würde dem sagen, nee, der Künstler sagt immer dann, wenn er fertig ist, ist nicht, sich nicht unter Druck setzen lassen von Marketing-Fuzzis, Vertrieblern, Geldgeilen, Managern, Verkaufstaktikern, ja, jetzt musst du das Sommergeschäft oder das Weihnachtsgeschäft mitnehmen oder was auch immer, ne? Interessiert den Künstler das nicht, ne? Das Stück ist zu lang, sagt dann vielleicht der Tonmeister oder der Manager. Na, das musst du von 8 Minuten auf 5 Minuten runterdreschen. Nee, interessiert mich nicht. Das Stück klingt so, wie es klingen muss in der Länge. Was ist eine Geschichte, die ich erzähle und nicht eine Zeitraffer im Schnellverfahren. Ne? Geht, es ist nicht Musik. Also jemand, der Musik komponiert, nur noch, damit es dann für die Marketingabteilung gut klingt, damit es dann in irgendwelchen Online-Vertriebsforen, damit die Algorithmen da stimmen, Verkaufsstrategie, also kannst du knicken, kannst du die Tonne treten, funktioniert alles nicht.